Es sind Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren wurden, die häufig ausgeschlossen und unterschätzt werden. Menschen mit Behinderung. Um auch ihnen gesellschaftliche Teilhabe, Freude und Spaß zu ermöglichen, gibt es die Special Olympics, die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Das Ziel? Ihnen Sporttraining und spezielle Wettbewerbe in olympischen Sportarten ermöglichen und somit Anerkennung und Inklusion erreichen. Weil diese Menschen, die da am Sport teilnehmen, die geben ihr Letztes her, um vorne mitzumachen und auch vielleicht zu gewinnen, aber bei uns gewinnt ja jeder. Menschen, die sehr selten nur im Fokus stehen, die von der Mehrheit unserer Gesellschaft nach wie vor am Rande gesehen werden, nicht richtig behandelt werden, weil man den vermeintlich Nichtbehinderten nicht lernt, bis heute nicht beigebracht hat, wie man mit Behinderten umgeht, nämlich ziemlich normal. Die stehen zusammen, sie halten zusammen, jeder will gewinnen und keiner verliert am Schluss. Da ist einfach eine Gemeinschaft da und ja, wie wir heute Abend auch gehört haben, wir können also sehr, sehr viel lernen von den Menschen, die, wo wir immer sagen, nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Aber wir haben es ja heute Abend erlebt, wie selbstbewusst sie sind, wie sie ihr Können unter Beweis stellen und vor allen Dingen auch, welche Freude sie ausstrahlen. Am Montagabend luden der Vorsitzende des Fördervereins Leopold Prinz von Bayern und Landtagspräsidentin Barbara Stamm zu einem Benefizabend in den Senatssaal im Maximilianeum. Das Motto: Mitten unter uns. Denn neben dem Tölzer Knabenchor und dem Hornquartett der Münchner Philharmoniker sorgten auch Special Olympics Athleten für musikalische Highlights. Dass der Albin so wunderschön Klavier gespielt hat, das fand ich so schön. Also ich hätte beinahe Tränen weinen müssen, weil es so schön war. Also das eine, das ist das immer vom Kinofilm vom Schreck, von dem König der Ungeheuer. Und das andere ist ein bisschen komplizierter, das ist der von Michael Bublé. Prinz Leopold setzt sich seit Jahren für die Special Olympics ein. Der Rennfahrer bewundert die Sportler und kämpft für Mitglieder im Förderverein. Seit 2010 bin ich also Vorsitzender des Fördervereins von Special Olympics. Und unsere Aufgabe ist natürlich, Menschen zu gewinnen, die für uns spenden, wo es ein bisschen hapert ist mit den Mitgliedern. Da haben wir noch nicht genug Mitglieder da. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir mehr Mitglieder hätten. Zahlreiche prominente Unterstützer konnte er bereits für die Special Olympics begeistern. Fußballlegende Paul Breitner ist seit vielen Jahren dabei. In meinem Umfeld gab es zwei Gleichaltrige. Der eine hat der Kinderlähmung und der andere war andersweitig behindert. Und so war das Thema Behinderung, ob geistige oder körperliche Behinderung, für mich ein Thema, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich habe ja auch mal eine Zeit lang in die Richtung studiert, weil ich ja nicht wusste, wäre ich ein vernünftiger Fußballer, besserer oder normaler. Und das war die Richtung Psychologie und eben auch Behindertenpädagogik. Derzeit hat Special Olympics Bayern über 200 Einzelpersonen, Sportvereine und Einrichtungen der Behindertenhilfe als Mitglieder. Inklusion aber braucht einen viel größeren Platz in unserer Gesellschaft. Schon bei den ganz kleinen Anfängen im Kindergarten, dass also hier auch der Umgang miteinander, schon wenn sie noch Kinder sind, ganz selbstverständlich wird. Dass die Barbara Stamm hier heute da ist und es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut, immer sehr stark vertretend. Und ich bin ja auch ganz auch sehr, sehr dankbar, dass sie das von den Förderverein für Special Olympics das organisiert hat hier. Denn ein Gefühl, was für uns ganz normal ist, können die Special Olympics Teilnehmer an solch einem Abend erleben. Dazu gehören mitten unter uns.